Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn wir einen Bandscheibenvorfall erleiden, dann erwischt es die meisten von uns im Kreuz in der Lendenwirbelsäule. Aber rund 30% dieser Bandscheibenvorfälle finden an der Halswirbelsäule statt und auch das kann äußerst schmerzhaft sein. Was kann man dagegen tun? Wie behandelt man das? Darum geht es heute. Bei mir ist Professor Uwe Kehler, er ist Chefarzt der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Kehler. Dankeschön. Sagen Sie uns, woran merke ich, dass ich in der Halswirbelsäule einen Bandscheibenvorfall habe? Das kann sehr verschieden sein, aber häufig ist es mit Schmerzen im Nacken, mit einer Ausstrahlung in die Schulter, häufig auch in den Arm. Je nachdem, welche Nervenwurzel betroffen ist, kann das in den Daumen oder in den kleinen Finger gehen. Und man kann auch Gefühlsstörungen und Lähmungen dabei haben. Also Lähmung, eine Schwäche im Arm. Und wenn es auf das Rückenmark drückt, dann kann es sogar zu einer Gangstörung kommen und zu einer mehr oder weniger kompletten Querschnittslähmung. Ganz seltenen Fällen geht es ganz ohne Schmerz einher. Und manchmal machen Bandscheibenvorfälle auch gar nichts. Mhm. Muss es denn immer mit Schmerz verbunden sein im Nacken? Oder können diese anderen Symptome, die Sie eben aufgezählt haben, auch unabhängig davon auftauchen, sodass man es gar nicht findet? Ja, die Nackenschmerzen müssen nicht dabei sein, sind aber sehr häufig dabei. Wenn eine Nervenwurzel betroffen ist, die in den Arm zieht, dann sind aber Ausfälle, Schmerzen und oder Lähmungserscheinungen oder Gefühlsstörungen auch im Arm dabei. Wie diagnostizieren Sie das, wenn einer zu Ihnen kommt, ein Patient mit dem Verdacht auf so einen Bandscheibenvorfall? Erstmal muss man genau zuhören, was der Patient erzählt. Wenn es nach einer Halsverdrehung aufgetreten ist, dann liegt er schon nahe. Dann muss er ganz genau untersucht werden. Man muss nicht nur den Hals untersuchen, sondern muss auch die Arme untersuchen. Man muss die Beine mit untersuchen und man muss gucken, ob Gefühlsstörungen oder eine Schwäche vorliegen. Wenn man das alles hat, da muss man seinen Verdacht bestätigen und das macht man mit einer Bildgebung, meistens eine Kernspintomographie. Wenn die nicht möglich ist, kann man auch mal eine Computertomographie machen, aber die Kernspintomographie zeigt einem eigentlich das Eigentliche. Kann man ziemlich genau zuordnen, welche Schmerzen zu welchem Wirbel führen oder zu welcher Bandscheibe, oder kann man das nicht? Ja. Derjenige, der neurologisch gut untersuchen kann, kann genau sagen, wenn zum Beispiel die Schmerzausstrahlung bis in den Daumen geht, das muss zwischen dem 5. und 6. Halswirbel sein, oder wenn es zum kleinen Finger geht, das muss dann entsprechend tiefer sein. Und das muss man dann natürlich auch entsprechend mit den Bildern korrelieren, dass man weiß, dieser Bandscheibenvorfall ist auch dafür verantwortlich, weil wir manchmal auch Bandscheibenvorfälle haben, die gar nichts machen und damit gar nichts zu tun haben. Nicht, dass man den Falschen operiert. Ach genau, also wenn man kann einen Bandscheibenvorfall haben, der gar keine Beschwerden bereitet, ja, und dann würde man auch gar nichts machen wahrscheinlich. Ganz genau, man würde ja nicht das Bild operieren wollen oder behandeln wollen, sondern behandelt die Beschwerden von dem Patienten. Ja, jetzt frage ich mich, warum kann mir in der Bandscheibe, in der Halswirbelsäule so eine Bandscheibe rausrutschen? Denn eigentlich, also im Rücken versteht man es immer, da ist eine Belastung drauf, hast zu schwer getragen, bist übergewichtig, etwas in der Art, aber bei der Halswirbelsäule? Alles, was sich bewegt, ist einem gewissen Verschleiß ausgesetzt. Und Verschleiß ist auch eine gewisse Alterungserscheinung. Und die Bandscheiben bestehen ja aus einem Faserring und einem weichen Kern. Und dieser Faserring, wenn er verschleißt und schlecht mit Wasser versorgt ist, dann wird er spröde, ähnlich wie ein Gummiband. Und der kann dann auch einreißen und dann können von diesem weichen Teil Teile austreten. Mhm. Vielleicht zeigen Sie uns das mal, wohin rutscht denn dann die Bandscheibe, wenn sie rutscht? Die Bandscheibe kann prinzipiell in jede Richtung rutschen. Wenn sie nach vorne rutscht, macht das relativ wenig aus, aber sie rutscht in der Regel nach hinten und kann dann hier auf die Nerven oder, wenn es in die Mitte kommt, auch auf die, zum Rückenmark hin rutschen, also nach hinten, und kann dann dadurch diese Symptome durch die Kompression, durch den Druck auf den Nerven oder das Rückenmark auslösen. Und wenn Sie dann diagnostiziert haben, dass es ein Bandscheibenvorfall ist, wie können Sie dann helfen? Es hängt immer davon ab, wie ausgeprägt die Symptome sind. Wenn es nur Schmerzen sind und keine Lähmungserscheinungen da sind, dann kann man es erstmal konservativ probieren. Das heißt ohne Operation, sondern erstmal mit Schmerzmitteln, möglicherweise auch mit Krankengymnastik. Mhm. Wenn das nicht ausreicht oder aber wenn Lähmungserscheinungen da sind, die das sehr viel dringender machen, dort das zu behandeln und die Nerven zu entlasten, dann muss man auch an eine Operation denken. Und da gibt es verschiedene Verfahren, da kann man von vorne operieren, von hinten operieren, aber wichtig ist, dass immer die Nervenwurzeln und oder das Rückenmark befreit werden dadurch.
Von vorne oder von hinten? Das heißt also von vorne durch den Hals durch oder von hinten durch den Nacken? Ja. Wie entscheiden Sie das? Das hängt immer ein bisschen davon ab, wo dieser Bandscheibenvorfall sitzt. Wenn er mehr in der Mitte sitzt, mehr auf das Rückenmark drückt, dann müssen wir mehr von vorne kommen, weil wir sonst das Rückenmark zur Seite halten müssen, um an diesen Bandscheibenvorfall zu kommen. Das Rückenmark ist aber super empfindlich, das darf man nicht einfach mal so zur Seite halten, deshalb muss man dann von vorne kommen. Von hinten kann man auch kommen, insbesondere wenn der Bandscheibenvorfall sehr weit an der Seite sitzt. Aber man muss allerdings dort eine ganze Menge Muskulatur zur Seite schieben, um da ranzukommen. Es macht häufiger etwas mehr Nackenschmerzen in der ersten postoperativen Phase, aber man kann die Bandscheibe und den Rest der Bandscheibe intakt lassen dabei. Das bringt mich zu der Frage, wie gefährlich eigentlich überhaupt diese OP ist. Man hört ja immer wieder, dass die Operation gerade an der Halswirbelsäule so lala ist, eben wegen des Rückenmarks. Wie schlimm ist es denn wirklich? Wenn man geübt ist, wenn man mikrochirurgische Techniken benutzt, dann ist das eigentlich in der routinierten Hand ein sehr, sehr sicherer Eingriff. Absolute Sicherheit gibt es natürlich nicht, genauso wie Sie auch bei einer Blinddarmentzündung oder bei einer Autofahrt einen Unfall erleiden können. Aber Sie brauchen da eigentlich keine Angst haben. Dieser Eingriff ist schon sehr, sehr sicher. Jetzt sagten Sie ja eben, wenn es keine Lähmungserscheinung gibt, dann kann man es erstmal mit Medikamenten versuchen, vielleicht auch mit einer Physiotherapie und warten. Wenn es eine Lähmung ist, dann muss man schneller sein. Was heißt das denn? Also ab wann ist es denn zu spät? Eine Lähmung ist ja eine Schwäche. Die kann ganz leicht sein, dass man vielleicht etwas Schwierigkeiten hat, den Arm ganz kräftig anzubeugen. Dann ist es noch nicht ganz so eilig. Aber wenn der Arm nur noch so runterhängt, ist das ganz eilig. Da muss man sowas auch als Notfall mal operieren. Also und das muss der Arzt, der sich da auskennt, der sich auch neurologisch auskennt, muss das entsprechend entscheiden. Und was machen Sie dann? Wenn es eine akute Lähmung ist, dann wird der Patient sehr schnell auch, nachdem er diagnostiziert ist, behandelt und operiert. Und dieser Bandscheibenvorfall wird entfernt. Und je nachdem, was noch dabei ist, oder ob man von vorne oder von hinten operiert, kommen dann noch ein paar Kleinigkeiten dazu, dass man möglicherweise die Bandscheibe ersetzen muss. Ja, das ist eine spannende Frage, die Bandscheibe ersetzen. Also wenn die vorgerutscht ist, zurückschieben kann man sie nicht, also wird sie rausgenommen? Ja, der Bandscheibenvorfall, der auf den Nerven aus Rückenmark drückt, der wird entfernt, ja. Da kommt nichts hin. Wenn man von vorne operiert, muss man aber zunächst die Bandscheibe oder den Rest der Bandscheibe entfernen, um überhaupt da heranzukommen. Mhm. Und dann wird, also früher hat man gar nichts dort eingesetzt, aber heute setzt man einen Platzhalter dort ein. Man hat gesehen, wenn man nichts dazwischen setzt, dann gibt es mehr Nackenschmerzen für die ersten Wochen und deshalb kommt ein Platzhalter da rein. Und wie muss ich mir diesen Platzhalter vorstellen? Der Platzhalter ist in der Regel ein, wie wir sagen, ein Dübel, ein Platzhalter aus meistens einem Plastikmaterial, Peak, welches wir in der Medizin meistens benutzen. Es kann aber auch aus Carbon sein. Und der wird eingesetzt und tatsächlich wird dieses Segment dann bewegungsunfähig, ohne dass man eine Platte einsetzt. Bei ganz jungen Patienten kann man auch mal eine Bandscheibenprothese einsetzen, um die Beweglichkeit zu erhalten. Aber je älter man wird, desto mehr Segmente versteifen auch von der Halswirbelsäule von alleine. Es könnte mich jetzt auf den Verdacht bringen, dass ich sage, nur weil ich jetzt beispielsweise über 70 bin, bauen die bei mir keine schicke Prothese mehr ein oder kein schickes Implantat, sondern nur so ein Dübel. Ja. Ich habe gerade jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung noch mal angeschaut. Es gibt keine Arbeit, die sagt, dass eine Prothese eigentlich besser ist, aber dass die Operationszeiten mit einer Prothese länger dauern und damit natürlich auch eher mal ein Problem mitteilen. Also es ist nicht nachgewiesen, dass eine Prothese überhaupt besser ist. Sie hat einen theoretischen Vorteil, aber im Praktischen konnte man das bisher gar nicht nachweisen. Gibt es da so eine Grenze, eine Altersgrenze? Ja, man würde sagen, dass vielleicht bei 20, vielleicht noch bei 30 man vielleicht eine Prothese einsetzen würde. Muss das aber im Einzelfall noch sehen, wie auch der Verschleiß bereits fortgeschritten ist. Denn auch beim 20- oder 30-Jährigen sieht man manchmal schon ausgeprägten Verschleiß, der vielleicht beim 40-Jährigen anderen Patienten noch gar nicht so ganz ausgeprägt ist. Wie machen Sie das? Wird das so einzukalkulieren, dass Sie sagen, naja, der Patient hat eine bestimmte Altersklasse, das heißt also seine Halswirbelsäule hat die Beweglichkeit X und jetzt operieren wir es so, dass danach wieder diese Beweglichkeit erhalten bleibt? Wir wissen das
halt diese Bandscheibenprothesen keinen eigentlichen Vorteil bringen. Deshalb sind wir großzügig mit dem Dübel und machen das, entscheiden uns eigentlich nur bei ganz jungen Patienten mal für eine Bandscheibenprothese. Mhm. Also ganz jung ist letztendlich 20, um die 20. Ja. Wie lange dauert die OP? Das hängt ein bisschen davon ab, ob auch sehr viel knöcherne Veränderungen dabei sind, aber in der Regel ist man mit einer Bandscheibenoperation in einer Stunde ganz gut fertig. Von hinten und von vorne spielt da gar keine Rolle, es ist etwa so eine Stunde, mal eine halbe Stunde, mal anderthalb Stunden, eine Höhe. Eine Höhe, das heißt, würden Sie auch verschiedene Bandscheiben, also verschiedene Etagen operieren in derselben OP? Ja, dass mehrere Bandscheibenvorfälle gleichzeitig symptomatisch werden, ist selten. Aber wenn man bei älteren Patienten auch knöcherne Veränderungen hat, da kann es durchaus sein, dass mal zwei Etagen, in Ausnahmefällen auch mal drei Etagen operieren muss. Insbesondere wenn das Rückenmark von diesen knöchernen Veränderungen nicht nur vom Bandscheibenvorfall mit bedrängt wird. Aha, das heißt, dann räumen Sie ja richtig auf in der Bandscheiben, in der Höhe oder in der Halswirbelsäule. Es ist wichtig, dass das Rückenmark und die Nerven genug Platz haben, damit sie sich auch erholen können. Ja. Ist das, passiert das unter Vollnarkose? Ja, die Operation erfolgt unter Vollnarkose. Der Patient kriegt gar nichts davon mit. Er erholt sich sehr schnell davon. Er hat manchmal leichte Schluckbeschwerden, weil wir die Halsweichteile etwas zur Seite gehalten haben. Aber er erholt sich eigentlich sehr schnell. Und die meisten Patienten können 2-3 Tage danach wieder nach Hause gehen. Und muss man eine Reha anschließen oder muss man lange Zeit eine Halskrause tragen oder ist einfach alles... Halskrause ist passé, das machen wir gar nicht mehr. Wir haben gesehen, wenn man eine Halskrause trägt, dann geht die Muskulatur, nimmt erheblich ab, die Halsmuskulatur, die ja den Hals stützen soll. Deshalb sind wir völlig davon abgegangen, eine Halskrause zu benutzen. Reha, ja, wenn man erhebliche Lähmungen hat, in vielen Fällen ist das gar nicht notwendig. Vielen Patienten, die operiert worden sind, denen geht es ja sofort besser nach der Operation und die brauchen häufig gar keine Reha, vielleicht Krankengymnastik hinterher. Ist der Schmerz, der da war, sofort weg? In vielen Fällen, wenn er akut aufgetreten ist, ist er auch akut weg. Bei Patienten, die lange, lange Zeit Beschwerden hatten und Schmerzen hatten, da kann das auch länger brauchen. Ja, und man kennt das ja so, man zieht ja gerne so eine Parallele zum Auto. Wenn man einen Zylinder repariert, geht der zweite kaputt. Wenn man jetzt also einen Bandscheibenvorfall operiert an der Halswirbelsäule, muss ich damit rechnen, dass ich Sie nach einem Jahr wiedersehe? Nein, das brauchen Sie nicht. Aber wir können natürlich durch die Operation das Altern nicht stoppen. Das heißt, der Verschleiß geht leider weiter. Und deshalb sollte man auch so ein paar Übungen zum Beispiel lernen, um die Halsmuskulatur zu stabilisieren, um möglichst den Verschleiß nicht noch weiter zu beschleunigen durch Fehlstellung, sondern eher zu entschleunigen. Sind das Fehlstellungen, die man erworben hat, weil man nun mal eine schlechte Haltung hat? Oder sind das Fehlstellungen durch zu wenig Sport oder durch Altersfortschritt? Ja, da gibt es viele verschiedene Ursachen. Sie können schon irgendwelche Probleme an der Lendenwirbelsäule haben. Das bedeutet, dass Sie das dann mit der Halswirbelsäule ausgleichen müssen. Aber auch wenn Sie abends vom Fernseher einschlafen mit einem abgewinkelten Kopf und dann lange in dieser Position sind, ist das nicht förderlich für die Wirbelsäule. Und darauf sollte man achten, dass man so lange monotone Haltung der Wirbelsäule und des Halses verhindert oder vermeidet. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!